herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen. Einen wunderschönen guten Abend. Sie ist nicht nur jung, schön und intelligent, sie hat auch gesegnete Hände. Olga Scheps gehört schon jetzt zu den besten Pianistinnen der Welt. Und ich finde es so schön, dass sie zu Gast auf dem roten Sofa ist. Herzlich willkommen. Danke, freue mich, hier zu sein. Olga, können wir einmal diese Zauberhände uns näher angucken? Sind das typische Pianistinnenhände? Ich weiß nicht, ob es typische Pianistinnenhände gibt. Es gab vor einigen Jahren Vorgaben, dass Hände groß sein müssen, damit man bestimmte Intervalle greifen kann. Das ist vielleicht ganz gut. Ich achte darauf, dass die Nägel nicht zu lang sind und dass ich keine Pediküre habe, die flimmert beim Spielen. Ach so. Also keine langen Fingernägel, das ist wahrscheinlich so das Einzige, was typisch ist. Und so ein roter Nagellack wär auch schlecht? Der würde ziemlich schnell abbröckeln, weil ich ja die ganze Zeit auf den Nagel drauf haue. Ach so. Deshalb. Und ich habe gehört, die sind versichert, Ihre Hände? Ja, also. Ziemlich hoch wahrscheinlich, ne? Ja, also ich habe eine Versicherung, die hat auch meine Knie zum Beispiel versichert. Also das ist so eine bestimmte Berufsunfähigkeitsversicherung, weil ich zum Beispiel, wenn mein Knie verletzt wäre oder so, dann wäre das genauso eine Beeinträchtigung beim Spielen, ja, wie die Hände. Ja, deswegen macht das keinen Sinn, nur die Hände zu versichern. Hm. Nee, das ist wichtig. Die sind wirklich sehr, sehr kostbar, diese Hände. Hören Sie denn als Klassik-Pianistin auch manchmal so was ganz anderes oder privat auch am liebsten klassische Musik? Ich höre Klassik, ich höre viele andere Musikrichtungen. Ich lege mich nicht fest auf eine bestimmte Musikrichtung. Ich finde, es gibt gute Musik, die mich anspricht, und es gibt Musik, die mich nicht anspricht. Das kann Hip-Hop sein, das kann elektronische Musik sein, das kann, also wie man so schön sagt, alles Mögliche. Und es gibt auch Klassik, die ich nicht mag, also Querbeet. Ja, das ist doch so ein, also das erweitert jedenfalls den Horizont, wenn man alles mal hört. So, Andreas Moll stellt Ihnen diese wunderbare Pianistin jetzt erstmal näher vor. Flinke Finger, russische Seele, rheinischer Frohsinn. So nimmt es Olga Scheps mit den großen Klassikkomponisten auf. Mit Tschaikowski, Satie oder Chopin. Sein Klavier, das war die Erweiterung seiner Seele. Ich spiele es einfach mal an. Schon mit 24 gilt sie als neuer Stern am Klassikhimmel, sagt sich I like Chopin und spielt die Werke des großen Komponisten ein, meisterhaft. Genau wie die von Tschaikowski, auch das nicht gerade die leichteste Fingerübung. Doch Olga sitzt buchstäblich von Kindesbeinen an am Flügel. Die Eltern Pianisten, ihr Vater Musikprofessor, ihre Mutter Klavierlehrerin. Erst in Olgas Geburtsstadt Moskau, seit den 90ern im Rheinland. Und seitdem ist sie ein Kölsch-Mädche, lebt nah am Dom und der Kölner Musikhochschule. Da probt sie täglich stundenlang. Und dann nochmal. Und wenn etwas nicht klappt, immer wieder wiederholen. Bis zur Perfektion am Piano. Mit ihrer Klavierkunst tourt sie um die ganze Welt und rockt nun das Hamburger Reeperbahn-Festival. Olga Scheps. Ja, Olga, Sie brechen so ein bisschen das Klischee, was viele im Kopf haben von einer klassischen Pianistin. Sie sind jung, Sie sind hip, Sie treten auch in Fernsehsendungen mal auf, von denen man es gar nicht erwartet. Bei Stefan Raab waren Sie zum Beispiel, bei Götz Alsmann. Sind Sie eine Exotin in dieser Branche? Ich weiß nicht, also ich bin, wie ich bin. Und ich finde, dass die klassische Musik eigentlich nicht nur in der Philharmonie aufgeführt werden muss, sondern das ist eine Musikrichtung, die überall stattfinden kann. Es ist eine Musikrichtung, die Gefühle und Gedanken transportiert, die wir alle haben. Und es gibt das klassische Konzert, was ein bisschen anders abläuft als eigentlich alle anderen Musikrichtungen. Weil in einem Klassikkonzert muss man still sitzen. Und das ist für Leute, die noch nie im Klassikkonzert waren, vielleicht auch etwas, was erstmal nicht so angenehm ist. Weil man darf also kein Geräusch von sich geben. Man darf nicht miteinander reden oder sowas. Und eigentlich in einem Rockkonzert oder in jedem anderen Konzert kann man das machen. Und das ist erstmal vielleicht eine Hemmschwelle. Aber wenn man das öfter macht, dann verinnerlicht man das, dass es einfach Sinn macht. Weil das, was vorne passiert, ist völlig ohne Verstärker, ohne Playback, ohne nichts, sondern das ist einfach nur der Mensch, sein Instrument und die Akustik und sonst nichts. Keine Lichtshow, gar nichts. Yeah. Und das braucht diese direkte Kommunikation und diese Ruhe, damit man sich komplett auf das konzentrieren kann, was vorne auf der Bühne passiert. Mhm. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein Unterschied zu vielen anderen Musikrichtungen. Also das ist alles komplett ohne irgendwelche Nebeneffekte. Ja. Und, aber gerade das macht es, finde ich, auch möglich, klassische Musik auch eben woanders aufzuführen. Weil es gibt ja unterschiedliche klassische Musik. Es gibt auch klassische Musik, für die braucht man diesen Raum vielleicht. Aber es gibt andere Stücke, die kann man auch, weiß nicht, auf der Straße spielen oder irgendwo in einem Eventraum oder wo auch immer. Also
ich finde, man kann das überall eigentlich aufführen. Und deswegen spielen Sie auch übermorgen, treten Sie ja auf beim Reeperbahn-Festival. Ja. Das ist ja das allererste Mal, dass bei diesem Rock-Pop-Festival überhaupt auch Klassik aufgeführt wird. Ja. Was glauben Sie, was da für Leute kommen? Die gleichen, die auch zu den anderen Konzerten gehen oder eine ganz andere Zielgruppe? Ich habe noch nie bei diesem Festival gespielt, aber ich kenne dieses Festival und ich finde das super, dass das auch so gemischt ist. Also sind ganz viele tolle Künstler da und ich denke, es ist vielleicht ein bisschen alternativer, vielleicht ein bisschen jünger als so ein Klassikkonzert in der Regel ist, aber ich, keine Ahnung, ich bin auch das erste Mal da, freue mich sehr drauf. Ja, lassen Sie sich überraschen. Genau. Und wir gucken mal, wir überzeugen uns jetzt mal davon, dass Olga Scheps natürlich, egal in welcher Umgebung, immer am Flügel eine fantastische Figur macht. Man sieht aber auch, dass Sie auch von Ihrer Kleidung her jedes Mal ein ganz anderes, das ist immer ein anderes Ziel. Wahrscheinlich passen Sie sich immer an dem Rahmen, der es gerade ist. Sie wollten ja auf der Domplatte in Köln, wollten Sie eigentlich jetzt ein Konzert geben, was ja auch sehr außergewöhnlich ist. Das hat nicht geklappt. Findet es denn dann irgendwann anders statt? Wir haben das verschoben. Also es ist alles organisiert, es ist alles geregelt, wir haben die Erlaubnis bekommen und wir werden dieses Konzert spielen am 30. September. Am 30. In Köln am Dom. Also jeder, der sonst nichts vorhat, herzlich willkommen. 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr auf der Domplatte. Also ich stelle einfach den Flügel auf die Domplatte gestellt und dann geht's los, oder? Genau, ich wohne in Köln in der Nähe von der Domplatte und das ist ein Ort, an dem sehr viele verschiedene Leute zusammenkommen, an dem viele Kölner rumlaufen, viele Menschen, die Köln besuchen und einfach so eine absolute bunte Mischung von Menschen. Und ich habe mich immer gefragt, was passiert, wenn ich da einen Flügel hinstelle. Einfach, das ist für mich auch ein Experiment. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Es kann sein, dass Menschen stehen bleiben, zuhören. Das ist eigentlich das, was ich mir wünsche, dass ich den Menschen ein bisschen einen kurzen oder auch langen relaxing Moment schenke. Oder einfach einen Moment, der vielleicht ein bisschen zeitlos ist, sie entführt in eine andere Welt oder sowas. Oder sowas stelle ich mir vor. Oder vielleicht werden Menschen auch vorbeigehen und das vielleicht so als Nebenmusik wahrnehmen. Das ist für mich ein Experiment, aber in erster Linie möchte ich einfach dieses Konzert da spielen, weil ich das schenken möchte. Vielleicht auch an Leute, die nicht in die Philharmonie gehen, weil das für sie jetzt nicht so der Ort ist, wo man hingeht. Für Leute, die keine Zeit haben, für Leute, die vielleicht auch kein Geld haben, weil Philharmonie ist nicht immer so günstig und einfach für jeden. Ich möchte einfach mich da hinstellen und Klavier spielen. Ganz tolle Idee. Also, dass man für ein Konzert nicht unbedingt einen Saal braucht, davon ist nicht nur Olga, sondern auch das NDR Elbphilharmonieorchester überzeugt und will deshalb mit spontanen Ständchen für seine Musik begeistern. Sophia Münder hat sich das mal angesehen. Es spielt da, wo man es nicht erwartet und kommt den Zuschauern so nah wie sonst nie. Das NDR Elbphilharmonieorchester mischt sich mitten ins Hamburger Leben. Und so wird auch der alte Elbtunnel zum Mini-Konzertsaal. Den Menschen, die Elbphilharmonie und das Orchester ein Stück näher bringen, die Idee dazu stammt von den Musikern selbst. Eigentlich geht es darum, dass wir den Leuten klar machen wollen, wir ziehen da ein, wir wollen, dass ihr alle kommt. Es ist kein Musentempel für die Elite, sondern ein Haus für alle. Und deswegen gehen wir dahin, wo die Menschen sind und spielen für sie und machen einfach Werbung für unser neues Zuhause. Unter dem Motto voller Klang voraus will das Orchester mit Spontankonzerten in der ganzen Stadt die Leute in die Elbphilharmonie locken. Dass die Bassisten ausgerechnet im alten Elbtunnel spielen, kein Zufall. Wer den Kontrabass ein bisschen kennt, weiß, es ist nicht ein wahnsinnig lautes Instrument. Das heißt, wir brauchen ein bisschen was Halliges, so, dass das Instrument wirklich zum Schwingen kommt. Und dafür war der Ort hier perfekt. Entspannen im Schwimmbad. Was würde da besser passen als der Schwan aus dem Karneval der Tiere?
Die Harfenistin und die Cellistin spielen, als wären sie schon immer da gewesen. Und als Wachsfiguren gibt es die Streicher auch? Könnte man denken. Ich dachte, da stehen einfach auch Wachsfiguren rum. Und plötzlich haben sie halt Musik gemacht. Ich wollte eigentlich meine Frau auf den Arm nehmen und sagen, die Frau hat gerade gezwinkert, aber dann dachte ich nicht, dass das Wirklichkeit ist, dass das Lebende sind, also die das noch spielen halt. Ja. Starr zu verharren, eine kleine Herausforderung. Ich finde es schwierig, nicht zu blinzeln so häufig, also sich darauf zu konzentrieren, dass die Augen jetzt nicht so oft zuklappen dürfen. Und dass man versucht, eben nicht so zu atmen, dass man das sieht. Und auch die Blechbläser sorgen für gute Laune. Der Fischmarkt wird zur Tanzfläche. Und der Stadtpark zur Freilichtbühne. Wer an den Bässen vorbeispaziert, bekommt den Jägerchor zu hören. Es gab einen Solobassisten am Ende der Elbphilharmonie-Orchester, der viele Stücke für Kontrabässe arrangiert hat. Und wir dachten, da wir uns hier im Wald befinden, nehmen wir den Freischütz. Wenn im Januar die Elbphilharmonie öffnet, kann man jedenfalls nicht sagen, das Orchester hätte sich nicht warm gespielt. Juhu, tralala, tralala, tralala. Ja, Olga, das passt ja genau auch zu Ihrer Mission, ne? Ja, genau. Klassik funktioniert überall, es sei denn, eine Demo ist daneben und man muss das Straßenkonzert verschieben, so wird das bei uns. Ja, so war das in Köln, wegen Demo. Ja, ne? Sonst Demo. Wir wären nicht mit dem Auto an den Ort dran gekommen, um den Flügel dahin zu liefern. Das war der Grund. Deshalb wird es verschoben. Sie haben ja ganz früh angefangen mit dem Spielen. In Moskau sind Sie ja geboren und aufgewachsen. Mhm. Ich glaube, Sie waren 4, ne, als Sie das erste Mal am Klavier gesessen haben. Gab es überhaupt eine andere Option bei Ihrer hochmusikalischen Familie? Also die Generation meiner Eltern und meine Generation sind alle Pianisten bei uns. Also laut meinen Eltern habe ich mit 4 das erste Mal am Klavier gesessen. Was wahrscheinlich naheliegend ist, wenn zu Hause ein riesiger Flügel steht und jeder Klavier spielen kann. Weil ich denke, als Kind imitiert man auch viel, was die Eltern machen. Ja, oder ja, was klar. Überhaupt alle anderen machen. Und ich hatte wahrscheinlich das Gefühl, dass alle auf der Welt Klavier spielen können. Und ja, bin da irgendwie reingewachsen. Und war das denn für Sie immer nur ein großes Vergnügen, so viel zu üben? Denn ich meine, wenn man da so dahin kommen will, wo Sie sind, dann geht es ja nicht ohne stundenlanges Üben. Also ich habe keine Wochenenden. Ich fahre so gut wie nie in Urlaub. Ich bin jeden Tag am Klavier und Minimum so für mich, auch für mein Gefühl und für mein Wohlbefinden, sag ich mal, mit der Technik auch in allem Minimum 2 Stunden. Und natürlich gibt es auch Momente, in denen ich mich überwinden muss dazu. Besonders wenn es dazu kommt, dass ich zum Beispiel Freunden absagen muss, die gerade mich irgendwo dabei haben wollen und ich muss aber üben gehen. Das ist schon manchmal schwierig. Aber das gehört dazu und das ist das auch, was meine Eltern mir beigebracht haben, was ich auch vielleicht, wenn ich irgendwann Kinder habe, das denen auch gerne vermitteln würde. Es ist im Leben, wenn man etwas erreichen möchte oder wenn man etwas haben möchte oder etwas sein möchte, muss man dafür etwas tun. Genauso, wenn man, weiß nicht, schlank sein möchte, muss man eben auf bestimmtes Essen verzichten, man muss Sport machen oder so. Und Disziplin muss man haben, ne? Ja, und das gibt mir aber auch sehr viel. Also, als Sie nach Deutschland gekommen sind, Wuppertal, übrigens meine Heimatstadt, war ja der erste Ort, an dem Sie gelebt haben. War das da nicht doppelt schwer? Also neues Land, neue Sprache und gleichzeitig aber immer noch dieses disziplinierte Konzentrieren auf die Musik? Ich kann von jetzt besser sprechen. Für mich ist das Klavier immer so eine Art Rückzugsort. Also egal, was im Leben passiert, ich kann mich da immer hinsetzen, spielen, beim Spielen meine Gedanken ordnen und irgendwie runterkommen. Also das ist eher etwas Positives für mich. Aber was für mich schwierig damals war, war, dass ich die Sprache nicht konnte. Also ich bin mit 6 nach Deutschland gekommen, meine Eltern haben mich mitgebracht und ich bin direkt eingeschult worden und bin direkt in eine Klasse gekommen, in der ich, also da war keiner, der Russisch konnte. Das ist ja schwierig. Ich fand es schwierig, aber auf der anderen Seite ist man auch in der Schule, um zu lernen. Und ich bin eigentlich froh, dass das so passiert ist, weil
Ich denke, wäre da eine Freundin von mir gewesen, die perfekt Russisch spricht, hätte ich nie im Leben fließend Deutsch gelernt. Weil man geht als Mensch immer den Weg des geringsten Widerstands. Und ja, deswegen im Nachhinein bin ich froh. Sie sind ja mit 16 dann schon auf die Musikhochschule gegangen nach Köln. Also als Schule dann abgebrochen. Da mussten Sie sich ja entscheiden wahrscheinlich, oder? Was will ich? Also die Entscheidung war, ob ich Abitur mache oder ob ich direkt Musik studieren gehe. Und ich habe das Abitur angefangen. Aber ich war auf einer Ganztagsschule, auf der St. Anna in Wuppertal. Ja, kenne ich. Und wir hatten auch Samstagsschule. Und da musste ich mich wirklich entscheiden, ob ich jetzt Klavier übe oder Abitur mache. Und es war für mich nicht schön, mit dem Klavierspielen aufzuhören. Das hat sich für mich so falsch angefühlt. Und dann habe ich gedacht, ich mache es jetzt einfach. Ja. Und dann gab es ja ein paar Jahre später, also 2010, schon den Echo Klassik als beste Newcomerin, überreicht von keinem Geringeren als Thomas Gottschalk. Olga Schipp, Alisa Arreot, die Nachwuchskünstlerin des Jahres. Dankeschön, ihr habt euch den Champagner geteilt. Jetzt müsst ihr euch auch mich teilen. Dankeschön. Danke sehr. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für diesen wichtigen und tollen Preis. Wie der Martin gesagt hat, er hat sehr viel zu bedeuten für einen jungen Künstler. Er gibt sehr viel Rückenwind. Das wird bei mir sicher auch der Fall sein. Ich möchte mich bei sehr vielen Menschen bedanken. Allerdings sind die 20 Sekunden zu kurz, um mich bei allen zu bedanken. Deswegen möchte ich ganz lieb meine Oma zu Hause grüßen. Na, da hat sich die Oma aber gefreut, oder? Ja, die hat es gesehen. Die hat sich gefreut. War sie denn in Russland oder schon in Deutschland auch die Oma zu dem Zeitpunkt? Sie ist in Wuppertal jetzt. Wuppertal. Mhm. Werden in Ihrer Familie denn, also jetzt ob von den Eltern oder von der Oma, russische Traditionen in irgendeiner Weise gepflegt? Weiß nicht. Also meine Familie ist eigentlich auch sehr weltoffen und wir haben keine besonderen russischen Traditionen. Auch nicht russische Küche oder? Doch, meine Mutter kann viele russische Gerichte, die habe ich auch übernommen. Aber ja, wir haben, also meine Familie ist zum größten Teil jüdisch, ein paar Orthodoxe sind dabei, ein paar Evangelien sind dabei, also wir haben alles, wir haben viel mehr Feiertage als jede andere Familie und ja, rufen uns immer an und gratulieren uns zu allen möglichen Feiertagen, ja. Ob Hanukka oder Weihnachten oder. Ja. Ja, das ist ja dann bunt gemischt, das ist ja eigentlich ganz gut. Ne? Also ob sich unser Rainer Sass, den Olga Scheps noch nicht kennt, aber jetzt kennenlernen wird, mit der russischen Küche auskennt, das ist nicht überliefert, aber er macht uns was ganz Bodenständiges jetzt, knusprig, würzig und saisongerecht. Servus, grüß Gott, hallo meine und Herren. Heute gibt's ein Huhn aus dem Ofen, geschmort mit Tomaten, mit Kartoffeln und mit Kräuterseitlingen. Das sind diese kleinen, wunderschönen Zuchtpilze, die es überall gibt. Dieser Vogel muss gewürzt werden von innen mit ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer, also gemörserten Pfeffer hier rein und Salz. Dann kommt da eine halbe Zitrone dazu und dann habe ich angedrückten Knoblauch. Einfach so da reinschieben und Rosmarin ist idealer Begleiter für so ein Huhn. Das so da reingeben, dann habe ich hier ganz einfach eine Schnur und dann bindet man das Ganze in Form, das ist einfacher als man denkt, vorne über die Keule rüber, den ganzen Vogel einmal umwerfen, dann an den Flügeln, dann einfach zusammenbinden, so haben wir es und wir machen mit den anderen Zutaten weiter. Ich habe mir richtig schöne große Kartoffeln gekauft und die werden in 1/2 Zentimeter dicke Scheiben geschnitten. Gucken Sie sich das an. Das ist schon mal die erste Lage, die hier in einer Auflaufform kommt. Einfach eine Auflaufform Ihrer Wahl hier, so dass ein Hähnchen da reinpasst, aussuchen. Und da werden die Kartoffeln als Basis genommen. Und dann kommt sie ins Spiel hier. Diese traumhaft wunderschöne Tomate, also Ochsenherz genannt, überall zu kaufen, wird einfach nur in Scheiben geschnitten. Ich habe die vorher nur leicht gewaschen. Den Strunk, wenn möglich, hier draußen lassen und dann legt man es einfach auf die Kartoffeln so drauf. Boah, schon alleine das Bild hier ist wunderschön. Und jetzt kommen die Kräuterseitlinge ins Spiel. Da werden die kleinen Exemplare so draufgelegt. Einfach hier so drauf, damit oben noch der Vogel hier raufpasst, das Hähnchen, so ein bisschen in der Mitte freilassen und angegossen wird bei mir einfach nur mit Wasser. Einfach Wasser so drauf. Denn der Vogel wird nämlich jetzt, also mein Hähnchen, gewürzt. Erst kommt ein bisschen Olivenöl hier drauf. Es ist schon fertig gebunden, das haben Sie gesehen. Dann kommt Meersalz dazu und schwarzer Pfeffer. Und das massiert man richtig schön von oben und von unten hier so ein. Das Ding setze ich hier oben drauf. Mit Wasser ist angegossen. Das kommt in den Ofen bei 200 Grad für eine Stunde. Und so wird der Vogel gepflegt.
Boah, so sieht mein Hähnchen nach einer guten halben Stunde aus und es wird zwischendurch gepflegt, meine Damen und Herren. Dazu unbedingt das Ganze rausnehmen, so kommen sie besser ran, im Ofen verbrennt man sich schnell und so weiter. Also lieber den Vogel einen Augenblick hier hinstellen und er wird mit Butter bepinselt. Einfach ein bisschen Butter hier oben drauf geben, dann gießt man immer ein ganz klein bisschen Flüssigkeit nach. Hier einfach ein bisschen Wasser rein und da ein bisschen Wasser rein. Und nicht anstechen das Tier, also nicht anstechen an der Brustseite oder unten oder so, sondern so lassen, wie er ist. Jetzt kommt so eine letzte halbe Stunde einfach so rein. Zwischendurch gerne noch mal einmal wieder bepinseln. Sie kriegen drei Tipps, ich richte an. Durch das Einstreichen mit Butter wird das Hähnchen richtig schön knusprig und bekommt eine tolle Farbe. Bei diesem Gericht ist Qualität angesagt. Also einfach mal nach einem Biohuhn fragen oder gucken. Vier Sachen kann ein Huhn gut gebrauchen. Rosmarin, Zitrone, Knoblauch und Butter. Kochfinale, meine Damen und Herren. Eine schnelle, einfache Nummer. Sie brauchen noch nicht mal ein Herd. Sie brauchen nur einen Backofen, ein Hähnchen, ein bisschen Kartoffeln, Pilze und Tomate. Und dann sieht das Ganze so aus. Ich habe mir hier ein Stück von der Brust mit Flügel ausgelöst. Wunderbar. Dazu leicht beflügelte Musik. Das passt auch. Und hinterher ein Wodka. Nastrovje. Extra für Sie. Ich habe gesehen, neulich wurde für Sie ein extra Olga-Chips-Cocktail kreiert, ne? Auch mit Wodka. Was war da noch drin? Da war Lavendel drin und so ein blaues alkoholisches Getränk, das weiß ich nicht mehr genau, und Champagnerschaum. Mhm. Und noch irgendwas, irgendwelche. Ich glaube, ein bisschen Gin war drin, irgendwas mit Zitrone war noch drin. Aber das ist online zu finden. Ach so. Entweder auf meinem Facebook-Blog. Wenn man ein bisschen runterscrollt, ich habe den Link, also wenn okay. Das, kann man nachmachen. Also wer sich einen Olga-Chefs-Cocktail genehmigen will, der kann das Rezept da sehen. Der Chefs ist ein offizieller Cocktail. Der Chefs. Wir haben ja gerade interessiert Rainer zugeguckt, Sie auch. Sie haben gesagt, Sie sind ja sehr viel unterwegs auf der ganzen Welt. Mhm. Und Sie sammeln dann Rezepte und kochen die zu Hause nach. Was denn zum Beispiel? Also ich koche gerne, das ist so mein größtes Hobby, neben dem Klavierspiel. Und ich finde, das ist das Schöne an meinem Beruf, dass ich viel reise und viele verschiedene internationale Küchen mitbekomme. Und wenn mir etwas besonders gut schmeckt, dann frage ich, wie das gekocht wird und mache das zu Hause nach. Und was haben Sie, vor 4 Wochen waren Sie in Tokio, sind da gefeiert worden. Was haben Sie da mitgebracht? Also da habe ich ein ganz einfaches Rezept mitgebracht, das ist aber wirklich köstlich. Das ist eine Suppe, die dort zum Frühstück gegessen wird, die heißt Corn Soup. Aha. Maissuppe. Also man nimmt einfach, kocht ein Hähnchen aus, nimmt die Brühe, nimmt dazu Mais. Und dann Schlagsahne und ein bisschen Kräuter und das mixt man dann alles zu so einer cremigen Suppe. Das ist köstlich. Ganz einfach und wirklich also sehr zu empfehlen. Das klingt sehr lecker. Wie war das denn mal abgesehen von der Suppe für Sie in Tokio? War das ein ganz besonderes Erlebnis? Also Tokio war toll. Ich war nicht das erste Mal in Tokio, aber diesmal war ich nur ganz kurz da. Ich habe nicht viel gesehen. Ich habe die ersten 2 Tage fast nur geschlafen. Danach waren direkt die Proben und die Auftritte und dann bin ich auch direkt wieder zurückgeflogen, weil ich weitere Auftritte in Europa hatte. Aber es ist jedes Mal toll. Also der Suntory Hall ist ein ganz großartiger Saal, klingt toll. Und in Tokio ist auch, muss ich sagen, es ist alles immer super organisiert. Alles, das Essen ist großartig und also ist schon schön. Und wie ist das Publikum? Ist da eine größere Begeisterung für Klassik als bei uns? Das kann ich nicht sagen. Hier ist auch eine sehr große Begeisterung. Und dort ist auch ein großes Wissen. Da sieht man übrigens die Riesenschlange bei Ihrer Autogrammstunde gerade. Ja, das war die Signierstunde. Also, ja, es ist eine große Begeisterung. Da sind viele Leute allen Alters im Konzert. Und das finde ich schön. Ist aber hier auch so eigentlich. Besonders in Großstädten sehe ich immer eigentlich alle Altersrichtungen, Altersklassen. Aber die Asiaten, auch die Chinesen, haben, glaube ich, doch noch eine andere Affinität, oder, zu dieser Art von Musik? Ja, es ist vielleicht noch ich weiß nicht, das ist jetzt nur meine persönliche Einschätzung, aber ich denke, dass in Russland und in vielen asiatischen Ländern wird das sehr früh schon den Kindern vermittelt. Also viele sind mit 4, 5 Jahren schon beim Klavierunterricht oder werden von ihren Eltern in irgendwas direkt geschult. Und deswegen denke ich, ist das Klavier einfach alltäglicher. Mhm. Und Japaner und Chinesen fotografieren ja, machen ja auch sehr, sehr gerne Selfies. Da müssen sie doch wahrscheinlich andauernd auch posieren, oder? Ja, aber ist ja hier auch schon. Also. Ja, aber ich finde es noch extremer. Also dieses immer noch mal noch ein Foto und noch ein Foto und dann immer, wie machen Sie noch mal immer die, immer so, ne? Ja, genau, machen Sie noch mal, zeigen Sie noch einmal.
Ja, genau. Ja, kommt drauf an, ja. Ja, jetzt habe ich so, ich weiß nicht, Sie wissen es wahrscheinlich noch nicht, Olga, aber unsere Zuschauer müssten es schon wissen. Wir bekommen ein neues rotes Sofa hier in dieses Studio. Hm. Sieht ähnlich aus wie das hier, aber ist neu. Kann ich das haben? Und ja, Sie können es wirklich, ist kein Witz. Dieses Sofa können Sie haben, Sie müssen nur ein bisschen Geld dafür geben, für einen guten Zweck. Man kann es nämlich ersteigern. Momentan sind wir bei 6.000 Euro, also ein paar Euro mehr müssten Sie schon auf den Tisch legen. Und so geht's. Wir dekorieren um im Studio und ersetzen unser rotes Sofa durch ein neues. Und was machen wir mit dem alten? Keine Sorge, wir haben was Besseres damit vor. Das berühmteste Möbelstück des Nordens kommt unter den Hammer und Sie können es ersteigern. Für zu Hause, für die Firma oder für den Garten. Der Erlös geht an die NDR-Benefizaktion Hand in Hand für Norddeutschland. Also tun Sie anderen was Gutes und sich auch, denn das rote Sofa kann Ihnen gehören. Der Meistbietende erhält den Zuschlag. Olga Scheps, das haben Sie schon gemerkt, ist eine fantastische Pianistin. Wie fantastisch, das können Sie jetzt exklusiv und live hier bei uns im DAS-Studio erleben. Hier ist sie nämlich mit Gymnopädie Nummer 2 von Erik Satie. So schön. Dankeschön. So, man kommt in so eine ganz verträumte Stimmung, wenn man das hört. Erik Satie, Olga, ist Ihnen ganz wichtig. Sie haben eine neue CD mit ausschließlich Satie. Mhm. Warum ist der so unterschätzt, dieser Komponist? Was ist das, was war das für ein Mensch? Also es war ein, wie Sie sagen, es ist wirklich ein unterschätzter Komponist. Er hat eine ganz zauberhafte Musik geschrieben, die vielleicht manchmal aus weniger Tönen besteht als die Musik von Sergei Rachmaninow oder Prokofjew oder Schumann. Aber es ist ähnlich wie Mozart, eine Musik, die in wenig Tönen
sehr viel Inhalt rüberbringt. Und das ist das, was ich besonders schön finde daran. Es ist eigentlich eine sehr emotionale Musik, aber sie ist immer hell. Sie ist niemals tragisch, düster. Es gibt in der Klassik sehr viel Musik, die auch sehr so in dieses tragisch, schwere, düstere geht. Aber bei Satie ist es genau anders. Es ist irgendwie so eine bestimmte Magie, die darüber kommt. Und selbst wenn es traurig ist, ist es sehr eindringlich, aber es ist trotzdem immer irgendwie ein bisschen positiv. Das entspricht Ihnen wahrscheinlich auch eher, Ihrem Naturell, ne? Das, mehr als dieses Düstere, ganz Schwere. Also kommt drauf an. Ich habe immer ein Stück vor mir und versuche das natürlich auch mit dem zu füllen, was ich so selber empfinde. Und ich kann mich auch gut reinversetzen in Stücke, die sehr düster sind. Aber bei Satie ist das ist einfach was anderes. Und ich habe persönlich immer das Gefühl von eine schöne Art von Entspannung, wenn ich Satie höre. Und ich habe irgendwie immer gute Laune drin, wenn ich das gespielt habe, selbst wenn es ein trauriges Stück war. So ein Flügel ist ja so ein Instrument, das kann man ja nicht einfach mitnehmen. Also Sie können das ja nicht einpacken und von einem Ort zum anderen nehmen. Wie ist das denn zu Hause? Haben Sie so den perfekten Flügel zu Hause stehen oder wo üben Sie? Also ich habe einen Proberaum, in dem habe ich einen Flügel, an dem ich übe. Und ich mag meinen Flügel sehr, das ist mein Instrument, an das ich mich sehr gewöhnt habe. Aber jeder Flügel ist anders und es gibt eigentlich kein perfektes Instrument. Also der eine Flügel hat ein bisschen mehr leuchtende Klänge, der andere Flügel hat schönere Bässe und mehr Tiefe. Der dritte Flügel hat wieder einen ganz tollen, intimen Klang oder sowas. Der vierte hat ganz großen, lauten Klang, der einen riesigen Saal füllen kann. Also jedes Instrument ist anders und meine Aufgabe ist es, wenn ich einen Auftritt habe, vorher einige Stunden mich mit dem Flügel zu beschäftigen und zu schauen, welche Stärken und Schwächen er hat und wie das Pedal funktioniert und was er so hergibt. Ja. Dann sind wir mal gespannt, wie das ist übermorgen live auf der Bühne. Das wäre doch auch mal was, oder? So Crossover, so mit so jemandem wie Elton John zusammenzuspielen? Also ich schließe nichts aus, aber im Moment bin ich eigentlich beschäftigt mit meinen Sachen und ich lasse es auf mich zukommen. Ich möchte kein Crossover machen des Crossovers wegen, sondern wenn sich etwas ergibt, dann mal sehen. Aber was den Ort, wo Sie spielen angeht, ist das, was übermorgen auf der Reeperbahn stattfindet, ja schon ein Crossover. Also Feldstraße, Resonanzraum, Uhrzeit? Spätabends, ich glaube 22 Uhr. Ja, das kann man aber auf dem Reeperbahn-Festival auf der Homepage auch noch mal nachlesen. Und Sie, auf olgaschöps.com steht das alles genau mit Zeiten. Auch, genau. Sind Sie eigentlich vor so einem Konzert noch nervös? Haben Sie Lampenfieber? Ja, und ich mache das jetzt wirklich seit sehr vielen Jahren und es geht nicht weg. Gar nicht. Das ist jedes Mal, deswegen habe ich keine Routine. Deswegen ist jedes Konzert immer wieder genauso intensiv wie ein anderes Konzert. Und selbst wenn ich 10 Konzerte in einem Monat spiele, ist es trotzdem diese 1-2 Stunden, bevor ich auf die Bühne gehe, bin ich so für mich und bin sehr nervös. Und versuche irgendwie alle Ideen und Gedanken zu ordnen. Und dann gehe ich auf die Bühne und dann in den ersten 20 Minuten geht das dann so nach und nach weg. Dann geht's weg. Aber es ist einfach da. Und es ist aber auch vielleicht gut, weil es ist ja etwas Besonderes, auf die Bühne zu gehen für mich. Und ich hoffe, dass für die Konzertgänger das auch was Besonderes ist. Und da gehört eine Aufregung einfach dazu. Und wie ist hinterher? Wie fühlen Sie sich dann, wenn Sie es hinter sich haben? Das kommt auf das Konzert an. Das kommt sehr stark auf die Stimmung an. Die Stücke können die Stimmung beeinflussen. Meine Stimmung beeinflusst auch sehr stark. Also es sind sehr viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Und wenn das Konzert eine tolle Stimmung hatte, dann fühle ich mich danach ganz glücklich und erleichtert. Ist eigentlich das Klavierspielen Ersatz für Sport oder weil man ja schon die Arme und den Rücken und alles anstrengt oder muss Sport zusätzlich sein? Also so wie Sie aussehen, das kann eigentlich nicht vom Pedale treten kommen, diese Schlankenbeine. Danke. Also ich sag mal so, das Pedalspielen ist gut für die Wade. Ich habe relativ feste Waden und Klavierspielen geht sehr auf die Arme und auch auf die Bauchmuskeln. Ja. Also für alle, die es interessiert, das ist ein angenehmer Nebeneffekt davon. Aber ich habe gehört, das verbraucht mehr Kalorien als Joggen. Tatsächlich? Müssen mich jetzt Ernährungsexperten korrigieren, aber ich glaube schon, weil es ist, also wenn ich zum Beispiel so eine Prokofiev-Sonate spiele, das ist schon richtig körperlich anstrengend. Ich fühle mich danach hier wie nach dem Sport. Ich fühle richtig, wie so die Muskeln durchblutet werden und das ist wie nach dem Joggen. Aber Sport mache ich auch ein bisschen, weil ich sitze ja die ganze Zeit und damit
Hintern nicht immer breiter wird, muss ich schon hier so für den Bereich ein bisschen was tun. Gut, also dafür muss dann auch noch Zeit sein. Also Respekt. Morgen haben wir auch eine ganz tolle Frau hier zu Gast. Extrem klug und erfolgreich. Die langjährige Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Professor Christiane Wopen. Sie berichtet von lebenswichtigen Fragen, auf die sie eine Antwort finden muss immer wieder. Wie zum Beispiel das Thema Abtreibung oder Sterbehilfe. Wie sie all dem als kölsche Frohnatur, die sie nun mal ist, und als Katholikin begegnet. Darauf bin ich sehr gespannt. Okay. Olga, wie geht's weiter? Was sind die nächsten, also nach dem Reeperbahn-Festival-Auftritt, was ist die nächste Station? Danach fahre ich direkt nach Saarbrücken und spiele zweimal das dritte Klavierkonzert von Beethoven. Und dann erstmal wieder nach Hause? Dann erstmal kurz nach Hause, dann spiele ich das Domplattenkonzert am 30. Ja. Und dann geht's weiter, dann spiele ich in Stuttgart, in Frankfurt, in einigen anderen Städten und die aktuellen Konzerttermine stehen. Kann man auf der Homepage gucken. Internet, ja. Für einen Freund ist da nicht viel Zeit, oder? Das ist Organisationssache. Organisation. Das ist ein schönes Schlusswort. Olga, schön, Sie kennenzulernen. Fantastisch, wie Sie spielen. Danke, dass Sie hier waren. Ihnen danke fürs Zuschauen. Geht weiter mit Ihrem Landesprogramm. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.